Hallo, hier ist Delta Charlie 2 Whiskey Kilo. Hello, I'm Delta Charlie 2 Whiskey Kilo. And I like to show you today my military handheld radio. It's a PRC 6/6, so it's a German 6-channel version of the Vietnam and Korea PRC 6 from the US Army. Ich möchte euch heute mal das PRC 6/6 zeigen. Das ist die Bundeswehrversion von der NATO-Banane aus dem Korea- und Vietnamkrieg. Ich habe kein Kanalabgleichgerät, habe aber herausgefunden, dass man trotzdem ohne Kanalabgleichgerät auch mit einem Multimeter die Kanäle abgleichen kann. Und das wollte ich euch hier mal kurz zeigen. Ich habe hier sechs Kanäle drin. I have six crystals here inside, six quartz, and I like to show you how to set up these channel frequencies. Here you have a connector for the channel measuring meter. Hier haben wir die Verbindung für das Kanalabgleichgerät, und da ist es Pin 2, it's Pin 2. For plus, Pin 2 für plus, and Pin 5 for minus, and Pin 5 für minus. And we are on the 20 Volt range. Wir sind auf dem 20 Volt Bereich. Jetzt schalten wir das mal ein. Here we see minus 2.44 Volts. Wir sehen hier 2,44 Volt. And here is the little quarter head screw. Hier ist die kleine Vierkantschraube. And here we can adjustment for the maximum. Hier stellen wir das Maximum ein. Das dürfte ungefähr so bei 43 liegen. Then we can go to the next channel. And here we make exactly the same. Always search for the maximum. Die Messwerte können unterschiedlich sein. The measuring values can be different. And so on. Das machen wir jetzt für alle sechs Kanäle. That we make now for all six channels. So, now we are finished with the adjustments. Jetzt sind wir fertig mit den Einstellungen. What can we else measure here? I don't know what that is. Keine Ahnung, was das ist. That is Pin 2. That's for the channel. Das ist Pin 2 für die Kanäle. That is, or must be, the heater voltage. Das muss die Heizspannung sein. I don't know what that is. No idea. Keine Ahnung, was das ist. Also don't know what that is. I don't have a description. Ich habe leider keine Beschreibung. But I know that. That is anode voltage. Hier ist die Anodenspannung. So. Now we are finished.